irgendwas baue, das halt noch niemand gemacht hat. Das ist für mich die Intention. Erstens mal die Idee zu haben, zweitens das selber umsetzen zu können und dann muss es auch noch funktionieren. Das ist das, was mich antreibt. Ich bin der Willi Knörr und ich baue Fahrzeuge, die es sonst nirgendwo zu sehen gibt. Das liegt mir irgendwie im Blut und das macht mir auch unheimlich Spaß. Perfektion war eigentlich noch nie mein Ziel. Ich mache es halt so, wie ich denke, dass es okay ist. Also ich arbeite nicht mit Planen oder so. Ich mache auch keine Zeichnungen. Das passiert alles im Kopf. Also das Holzmotorrad, ich habe ja kein spezielles Holz genommen dafür. Das ist einfach das, was vom Umbau vom Haus übrig blieb. Ich habe dann einen 400er Suzuki, so ein Schrottmotorrad gekauft, den Motor dann eingepflanzt. Die Gabel ist auch komplett aus Holz. Das Einzige, was metallisch ist, vorne der Lenkkopf. Und alles, was ich so an Verkleidungsholz habe, guckst halt, was nehmen kannst. Und das, was so rumliegt, halt, ich verarbeite immer das, was andere normalerweise wegschmeißen. Die Werkstatt, die draußen vor meiner jetzigen Werkstatt noch bestanden hat, die ist jetzt ein Party-Location. Da habe ich eine Theke gebaut, wieder aus Schrottmaterial. Ja, Oldtimer waren eigentlich schon immer mein Steckpferd. Für mich haben halt die alten Autos, die haben halt für mich noch ein Gesicht und vor allen Dingen kann ich die noch selber reparieren. Das kommt einfach. Ja. Du hast solche Ideen und du weißt sofort, wie du das umsetzen willst, wie du das machen willst. Und dann fangst du einfach an. Das sagte ja vorher keiner, ob das funktioniert oder nicht. Das musst du einfach ausprobieren. Ich bin halt Handwerker und das, was ich mache, kann ich am Schluss anfassen und kann was damit anfangen. Ich kann drauf sitzen, kann fahren. Und das ist halt mein Ding. Come on, yeah, 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 yeah.